geht nicht. Siehst du das nicht? Du willst aufgeben? Nach nur 8 Versuchen? Zirael. Wie oft muss ich's denn versuchen? So oft wie nötig. Aber ich mache keine Fortschritte. Wir machen später weiter. Als du das erste Mal die Spur versucht hast, bist du auch nicht weit gekommen. Geralt, bitte. Nicht jetzt. Verglichen damit ist die Spur ein Spaziergang. Aber darum geht es nicht. Sondern? Avalach sagt, ich werde es erst schaffen, wenn ich aufhöre, an den Kampf zu denken. Aber ich kann im Moment einfach nicht an kleine Kätzchen und Vanillepudding denken. Sag mal, wie machst du das? Was denn? Dich immer unter Kontrolle zu haben. Immer konzentriert zu sein, egal was passiert. Es gibt eine bestimmte alte Methode. Vesemir hat sie mir beigebracht. Und Barmin hat sie ihm beigebracht. Bringst du mich in die Berge und lässt mich Schierling trinken? Die Droiden von Skellige setzen sie seit Jahrhunderten ein. Funktioniert immer. Hey! Das wirst du bereuen. Hey, das ist unfair. Nulpe! Das werden wir ja sehen. Fang mich doch! Das wird dir noch leid tun. Du hattest recht. Es funktioniert tatsächlich. Danke. Freut mich, wenn ich helfen kann. Und was jetzt? Ich schau mal, wo unser lieber Wissender ist. Geralt? Geralt! Wach auf! Was ist los? Steh auf, wir müssen gehen. Ich habe die Pferde gesattelt. Ciri, es ist noch dunkel. Wo willst du denn hin? Nach Velen, zum Kahlen Berg. In ein paar Tagen ist Hexensabbat. Und rate mal, wer als Ehrengast eingeladen ist. Keine Ahnung, klär mich auf. Imlerit. Das ist eine einmalige Chance, ihn zu kriegen. Wo hast du das denn her? Was ist denn in dich gefahren? Ich muss Vesemir rächen. Der Sabbat. Das ist die Gelegenheit. Imlerit wird betrunken sein und mit seinen Leuten feiern. Er wird nicht mit einem Angriff rechnen.
Ciri, weißt du auch wirklich, worauf du dich da einlässt? Ja, und ich muss es tun. Komm, wir reden unterwegs. Warte, bevor wir gehen, muss ich dir noch etwas sagen. Du weißt, dass der Kaiser dich unbedingt finden wollte. Yennefer hat so etwas gesagt. Er wollte, dass du ihn besuchst. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil das deine letzte Chance sein könnte, deinen Vater zu sehen. Meinst du, ich sollte gehen? Er will bestimmt nur mit dir reden. Woher weißt du das? Was, wenn er mehr will? Er hat mir versprochen, dich zu nichts zu zwingen. Dann sollte ich gehen. Er ist dein Vater. Büsima liegt auf dem Weg. Wir können ja vorbeischauen.